Hallo, wenn du mal wieder in Mathe frustriert bist, weil du es zum Beispiel nicht verstehst und dein Lehrer kommt dann mit pädagogischen Supersätzen wie "Ich verstehe es doch auch, warum du nicht?" Oder selbst wenn du etwas verstehst, hast du absolut keine Ahnung, wofür das gut sein soll, weil die große Kunst der Mathe-Lehrbücher scheint ja auch zu sein, das den eigentlichen Nutzen davon zu verheimlichen, habe ich zumindest das Gefühl. Dann denk einfach mal an Lego. Warum Lego? Weil Lego und Mathematik extrem viel gemeinsam haben. Wenn du jetzt an irgendwas Tolles wie die PQ-Formel denkst, dann wurde die ja irgendwie hergeleitet aus Axiomen zum Beispiel, also aus so einer Art Grundbausteinen. Dann könnte das sowas sein wie das hier. Du hast hier ein paar Grundbausteine drin. Hier zum Beispiel können wir einen markieren. Und wenn du die ordentlich zusammensetzt, dann kriegst du irgendwie ein wunderschönes Ganzes. Und wenn man sich jetzt sowas wie die PQ-Formel überlegt, dann stellt man fest, genauso wie diese tolle Lego-Burg hier, es ist relativ einfach. Aber es gibt natürlich ein bisschen kompliziertere Sachen. Wie zum Beispiel das hier. Und das lässt sich schon eher schwieriger so aus dem Kopf aufbauen. Die PQ-Formel kann man sich noch schnell herleiten, aber sowas schnell aus dem Kopf herleiten ist eher schwierig. Da braucht man dann eine Anleitung. Wo wir genau den perfekten Übergang haben, weil die Anleitung für das Lego ist im Grunde genau dasselbe wie die Beweise in der Mathematik. Und zwar hat man hier auf jedem Bild so einen kleinen Grundbaustein oder verschiedene kleine Bausteine, die immer Stück für Stück aufeinandergesetzt werden und nachher irgendwas ergeben. So, jetzt hat diese kleine Lokomotive hier 14 Schritte. Jetzt könnt ihr nachrechnen, wie viele Schritte das Ding wohl hat und dass dieser Beweis vielleicht sehr technisch und vielleicht sehr lang und vielleicht sehr langweilig ist. Ja, dazu habe ich mal meine kleine Lego-Kiste ausgepackt von früher, um das Ganze ein bisschen plastischer zu zeigen. Ja, ein Axiom, was allen klar ist, könnte dann sowas sein, auch Vierer genannt. Wenn man das Ding sieht, kann man ganz klar erkennen, was man damit macht. Ist so ein Standardstein sozusagen. Ein anderes, eher ungewöhnlicheres Axiom könnte sowas sein, ein einreihiger Dreier, sage ich mal. Was man damit machen kann, ist, wenn man ganz viele von diesen Axiomen, Dreiern, Dingern hat, kann man zum Beispiel so einen Block hier bauen. Der ist sehr solide und den kann man auch sehr klein auseinandernehmen. So. Jetzt gibt es da andere Sachen. Da lässt sich die Benutzung des Axioms oder die Benutzung der Schlussfolgerung eher nicht so direkt herstellen oder kommt nicht direkt in den Sinn, wenn man zum Beispiel sowas hier hat. Was zum Teufel ist das? Ich habe sogar zwei davon. Und die sind garantiert nicht, um sie so ineinander zu stecken. Aber dann kommt vielleicht irgendwann eine andere Erklärung, die sieht so aus und man bekommt so ein Teil und dann weiß man, okay, man kann die ja irgendwie zusammenbauen und dann funktionieren die irgendwie miteinander, in welcher Form auch immer. Das heißt, das ganze Ding hier ist schon sehr speziell. Das heißt, das eine funktioniert wirklich nur mit dem anderen. Ein anderes Beispiel für was sehr Spezielles ist zum Beispiel so ein Stein hier. Den kann ich nur unten irgendwo draufsetzen und irgendwo zusammensetzen und er macht an sich erstmal keinen Sinn. Das heißt, sagen wir, das wäre eine Erklärung, die kriegt man und man weiß überhaupt nicht, wofür man sie gebrauchen kann. Wenn man sie versucht zu benutzen, dann, genauso wie dieser Stein hier, fällt sie einfach wieder auseinander. Wenn ich davon aber mehrere zusammennehme und oben irgendwas zum Zusammensetzen benutze, einen von den anderen Steinen zum Beispiel, vielleicht kann man auch noch so machen, damit es ein bisschen schöner aussieht, dann stellt man plötzlich fest, wow, jetzt haben wir hier was geschaffen, was irgendwie sich ganz krass vom Boden abhebt. Aber das geht halt nicht mit einem. Das wird nicht direkt klar. Man muss erst gucken, okay, man braucht mindestens vier und man muss es oben noch zusammen machen. Weil vier allein reichen nicht. Wenn ich das oben nicht befestige, dann fällt das Ding trotzdem ineinander zusammen. Und im Grunde hat man hierbei auch schon gemerkt, okay, man kann auch nicht überall was dran setzen. Okay, Lego-technisch kann man jetzt hier tatsächlich sogar was dran setzen. Aber nehmen wir doch mal sowas hier zum Beispiel. Das ist auch sowas, auch wieder sehr speziell, genauso wie das von eben. Also Räder. Okay, jetzt kann man überlegen, was kann man da logisch sozusagen zusammensetzen. Man kann quasi da unten was dran tun. Oben, Entschuldigung, oben. Man kann auch unten was dran tun. So wie hier. Und es hält auch tatsächlich. Das heißt, nehmen wir an, es wären logische Aussagen, dann würde es tatsächlich ineinander passen. Wenn man das aber dann versucht, so zu benutzen, wie es eigentlich zu benutzen ist, dann stellt man fest, okay, die Räder rollen gar nicht mehr. Das heißt, man blockiert sich damit selber, obwohl es geht. Auch da muss man aufpassen. Um also nochmal den Kreis zu schließen, selbst wenn einem in der Mathematik irgendwas unterkommt, was man überhaupt nicht versteht, wo man überhaupt nicht merkt, okay, was kann ich damit machen, was bringt mir das überhaupt, dann muss man vielleicht manchmal warten, bis einem das Richtige aufkommt. Und wenn man meint, man hat einen tollen logischen Zusammenhang gefunden, dann könnte es sogar sein, dass man sich damit selbst blockiert. Und manchmal braucht man einfach ganz viele verschiedene Teile, bevor man überhaupt mal irgendwas sieht. Weil selbst wenn ich hier zwei toll zusammenschweiße, fallen die immer. Natürlich kann ich die auch anders zusammensetzen, dann steht das. Aber man muss sich natürlich auch da fragen, wie sicher steht das? Fällt ja direkt wieder um. Und genauso ist es vielleicht auch mit deinen mathematischen Aussagen. Die ist vielleicht ganz schön, steht aber auf ganz schön wackeligen Füßen hier. So, das war ja sehr schön anzusehen, aber was bringt uns das jetzt? Ich persönlich finde eine gewisse Beruhigung, weil ein Beweis mit dem Wort Beweis dann nicht mehr so schwer wirkt wie ein Beweis, der ganz viele Formeln hat, sondern ich stelle mir dann einfach eine Anleitung von Lego vor und denke mir, okay, ich muss einfach nur alle Schritte durchgehen und genau gucken, was hat sich vorher und nachher verändert. Natürlich kommt an dieser Stelle die Schwierigkeit. In Lego hat man hier schöne Bilder, das heißt, ich kann das hier sehen, ich kann das hier sehen. Wenn ich aber Mathe habe, dann ist jetzt so eine Gleichung hier irgendwie, ja, nicht ganz so plastisch anzufassen.
Da wäre es ja eigentlich ganz cool, wenn man sich sowas wie eine Funktion zum Beispiel, wie so ein Vierer beim Lego vorstellt. Wo ich dann zum Beispiel, keine Ahnung, hier irgendwie was dran setze. Oder vielleicht noch was wegnehme, weil es ein Minus da steht oder sowas. Und dass das Ding hier auf der linken Seite quasi einfach das Ganze ist. Naja, wie man sich es auf jeden Fall vorstellt, ist im Grunde jedem selbst überlassen. Wäre natürlich schön, wenn man irgendwann mal für die Mathematik sowas hätte und dann keine Gleichungen mehr löst, sondern einfach nur noch Legosteine aufeinander setzt. Oder Puzzleteile zusammenfügt. Ist ja im Grunde alles dasselbe. Nur, dass die Mathematik halt dabei richtig scheiße aussieht. Tut mir leid. Ja, aber wie dem auch sei, um mal wieder auf das Grundproblem zurückzukommen, wenn ihr mal wieder frustriert seid, denkt einfach dran, wow, bei Lego gab es vielleicht auch damals, als ihr klein wart, irgendwelche Sachen, die konntet ihr noch nicht zusammenbauen. Denkt mal an Lego Technik, was ja auch relativ schwierig ist. Und genau wegen wie diese Bürstenteile von eben, gibt es auch manchmal Sachen, die braucht man irgendwie gar nicht, glaubt man, oder wofür soll man die benutzen? Da muss man dann einfach kurz darauf vertrauen, dass es irgendwann kurz nachher oder vielleicht auch viel länger nachher eine Erklärung dafür gibt, warum wir das damals gemacht haben, warum es das überhaupt gibt. Weil so rein zum Spaß wird ja meistens auch in der Mathematik nichts gemacht.